Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Heidelberg Materials. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Rohstoffbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3,7%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 13 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 0,6 auf 2,6 Euro je Aktie. Und in diesem Zeitraum gab es einmal eine deutliche Dividendenkürzung, das wäre im Jahr 2020 und hier vergebe ich insgesamt einen halben Punkt. Das dritte Kriterium, wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 83% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurseinbruch mehr erlitten als damals. Und hier vergebe ich insgesamt einen Minuspunkt. Das vierte Kriterium, wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 22% zugelegt und dieser Wert ist vergleichsweise nicht so berauschend, würde ich sagen. Damit vergebe ich hier keinen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 bei 48%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 52% und das ist ein sehr guter Wert in meinen Augen. Und deshalb vergebe ich hier einen vollen Punkt. Das sechste Kriterium, wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2021 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 8,92 Euro, der ist im letzten Geschäftsjahr gesunken auf 8,45 Euro je Aktie. Allerdings für die Zukunft erwarten die Analysten wieder einen Anstieg auf 8,73 Euro je Aktie. So zumindest die aktuellen Prognosen für 2023 und deshalb vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Das letzte Kriterium, liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2023 liegt momentan bei 8 und damit unterhalb der 30er Marke und deshalb vergebe ich hier einen ganzen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Heidelberg Materials in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck landet die Aktie damit knapp noch auf der zweitbesten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2023 bei meinem Sicherheitscheck. Und hier landet Heidelberg Materials mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 8. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr es seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr auch dazu einen Link unter dem Video. Und jetzt hier in der Grafik seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist ca. Anfang Juni 2023. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie. Das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktuell der Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum Fernwert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.